Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video von Star Stable. Leute, es geht jetzt um die Update-News, nämlich wie man hier schon sieht, Star Stables Geburtstag ist jetzt da. Man kann hier, glaube ich, Evergrey mitnehmen zum Reiten, wenn ich jetzt nicht unsicher bin. Hier ist, wie gesagt, der Geburtstag, hier ist eine riesen Torte, hier kann man Sachen kaufen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den anderen Sachen, nämlich es sind ein paar neue Sachen hier bei den Quests dazugekommen. Ganz viele Quest-Trails, die man machen kann. Und mit denen kann man, glaube ich, 10 weitere kostenlose Gegenstände abräumen, so habe ich es verstanden. Dann gibt es ein kostenloses Pferd, was man hier irgendwo abholen kann. Ich denke mal da vorne, wo das Getümmel hier rumsteht. Was denn noch? Dann kann man halt hier einfach ein bisschen dancen, whatever. Wir gehen jetzt aber einfach mal kurz hier oben rauf, da wird es besser erklärt. Ja, tolle Erklärung, finde ich auf jeden Fall. Sieht ihr, Glückwunsch zum Geburtstagssessel, bla bla. In dem Geburtstagsset bist du bereit für alles. Dann hier, das ist der Pulli. Das ist der Pulli. Ja. Ja. Okay. Die kann man die eigentlich für immer kaufen oder sind jetzt nur wegen, während dem Geburtstag? Das bin ich. Sowas habe ich noch hier gar keine Ahnung. Oh mein Gott, das fürs Pferd. Oh mein Gott. Er ist so groß. Okay, lol. Oha, das finde ich cool. So, also wie so ein Maskenball. So, als wenn wir hier so. Das auch neu hier? Nee, das sieht nicht mehr neu aus. Okay, das sind jetzt hier die Outfits, die neu sind. Ja. Reitzubehör fürs Pferd wäre hier diese. Und diese sind neu. Ja, 00302. Geht klar. Und das letzte, das sehen wir jetzt, ob wir auf eine und die Fähigkeiten teilnehmen. Ich denke mal, das steht hier irgendwo rum. Ja, hier stehen ja auch viele rum. Ich habe gehört, man kann Madison, Evergrey oder Rania mitnehmen zum Reiten. Was denn noch? Man kann mehr EP bekommen. Es gibt auch mal ein Geburtstagsrennen oder so. Habe ich jetzt so verstanden. Ich glaube, das sieht man hier. Das heutige Geburtstagsrennen findet statt in Tada, Fort Pinter. Ja, genau, gleich ums Eck hinten bei James. Ja, und damit würde ich sagen, das war's mit den Update-News vom Geburtstag von Star Stable. Natürlich könnt ihr hier abrocken, hier ein paar Sachen noch kaufen. Aber ja, bis dann.